Na zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie ihr den einen oder anderen Twink im Pre-Patch noch relativ schnell auf ein annehmbares Item-Level bringt. Weil wir kennen das ja alle, man hat den einen oder anderen Char hochgespielt über Invasionen, hat den jetzt auf 110 und der ist ziemlich gammelig equipped und man hat schon so ein bisschen Angst, was passieren könnte, wenn er den ersten richtigen Gegnern dann im neuen Addon begegnet. Und das Problem wollen wir jetzt einmal beheben. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Also, ihr sucht euch einen Char eurer Wahl, mit dem ihr das Pre-Event spielt. Und zwar diesen Krieg der Dornen, der dementsprechend ja im Moment den ersten Teil bietet für diese Questreihe um Teldrassil, wo wir diesen Baum abfackeln. Und dazu müssen wir einmal als Allianzler hier nach SW zu Anduin gehen, beziehungsweise als Hordler nach Undercity zu Sylvanas und quatschen dann hier Anduin an. Und sobald wir das gemacht haben, kriegen wir eine zweite Quest und man könnte theoretisch das Szenario spielen. Habt ihr das mit einem Char bereits gemacht, könnt ihr das komplette Szenario skippen. Drückt hier, ja, ich habe den ganzen Bumm schon gemacht und wir skippen das Szenario und sind quasi an dem Punkt dann, wo wir wären, wenn wir das Szenario quasi einmal komplett abgeschlossen hätten mit dem Main. Und da würde ich mal sagen, schauen wir mal rein. Wir haben nämlich jetzt hier die Dunkelküste und ihr seht, hier ist dann, ja, sind dann diese vier World Quests, die wir machen können. Und diese bringen uns alle 210er Gear. Das kann natürlich auch noch hochrollen, wie bei jedem Item. Und es ist schon mal nicht schlecht, denn 210, ich weiß, der ein oder andere von euch geht es wahrscheinlich wie mir, dass er nicht weiß, was das wirklich für ein Item-Level ist. Können wir mal gucken. Das ist nämlich vom Item-Level so hoch wie hier Antoros normal. Also sprich schon ein relativ hohes Gear, einfach über World Quests. Und man kriegt sogar auch Waffen. Also sprich, ihr müsst mit einem Gammeltwink nicht mal eure Waffe hier hochbasten. Ihr seht, mit dem habe ich sogar hier Trades drin, ne? Beziehungsweise nicht Trades, beziehungsweise hier die Relikte. Und selbst da ist die Waffe nur auf 194. Und mit meinem Gammeltwink sieht es nochmal ganz anders aus. Der hat keine Trades, keine Artefaktrelikte und sowas. Da sieht es dann nochmal ganz anders aus bei den richtig gabbeligen Chars. Ja, das könnt ihr dann mit jedem Char machen. Fix diese vier World Quests immer mitnehmen. Und könnt eure Chars dementsprechend relativ schnell gut gieren. Viel Zeitaufwand ist es nicht. Die sind relativ leicht gemacht, muss ich sagen. Und ja, ich würde euch das aber empfehlen, vielleicht nur mit den Chars zu machen, die ihr dann auch vorhabt zu leveln. Wenn das mit irgendeinem Gammel-Chars ist, das dann ein bisschen verschwendete Zeit, wenn ihr die eh nicht vorhabt, jetzt zeitnah dann mit Add-on-Start hochzuziehen. Ja, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wollt ihr das Event einmal sehen, dann könnt ihr auf die Links, die ich euch oben in dem i verlinkt habe, draufdrücken. Da habe ich die beiden Szenarien gespielt, also einmal auf Ali-Seite und einmal auf Horden-Seite, ein bisschen kommentiert und ja, vielleicht auch ein bisschen Augenzwinkern das an das Ganze rangegangen. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao.